So, ihr beiden, wo gehen wir denn jetzt hin? Ausbildungswerkstatt. Jetzt gehen wir in die Werkstatt. Oh, klasse. Gucken, wen treffen wir da? Das ist hoffentlich ein paar Azubis und unsere Ausbilder. Ja, ich bin hier der Ausbilder für die technischen Azubis. Hauptsächlich haben wir hier die Elektroniker bei uns in der Werkstatt und wir betreuen auch noch die Mechatroniker, die wir bei unserem Partner in der Ausbildungswerkstatt ausbilden. Die sitzen gar nicht hier? Ne, genau, die sitzen gar nicht hier, die kommen zur Prüfungsvorbereitung dann auch schon mal hier vorbei oder wenn die ihre Berichtshefte führen müssen, aber die sind grundsätzlich bei unserem Partner. Also die macht ihr dann hier fit für den Alltag? Genau, richtig, ja. Wie viele Azubis haben wir hier? Wir haben pro Lehrjahr 12 Elektroniker und 2 Mechatroniker zu Gast. Okay, das ist schon recht viel. Ja, und machst du das alles alleine? Nein, wir sind hier zu dritt als technische Ausbilder und werden organisatorisch noch aus der Hauptverwaltung unterstützt, wenn es um Erstellen von Ausbildungsverträgen geht und Störungen. Mhm. Genau. Das klingt nach einem tollen Job. Was macht dir somit am meisten Spaß? Ja, das Interessanteste daran ist eigentlich, die jungen Leute zu entwickeln, also zu sehen, wie die Entwicklungsschritte auch sind, vom ersten Tag nervös, aufgeregt, bis nachher später zum fertigen Facharbeiter, der dann auch hier im Unternehmen, den man dann wieder trifft und ja, erkennt, es hat sich gelohnt, denjenigen auszubilden. Eine Frage habe ich noch. Was ist das jetzt hier genau? Ja, also hier haben wir haben in unserer Werkstatt so ein paar so Holzbretter hier aufgehangen, wo wir halt immer die Bauteile einmal in geschlossener Form, wie wir sie eigentlich im Alltag hier benutzen, eingeschraubt haben und immer auch einmal versucht es, so gut es geht, einmal zu öffnen, damit man einfach mal das Innenleben von sowas erkennt. Hier haben wir zum Beispiel einen RCD und hier sieht man einfach auch mal, wenn man hier den geschlossenen RCD hat, kann man hier so eine Testtaste drücken und dann löst er aus und hier sieht man einfach mal, was passiert. Hier wird so ein kleiner Draht dann unten drüber bewegt, wo dann der Kurzschluss mit erzeugt wird und ja. Anschauungsmaterial, damit die Azubis daran wirklich genau, damit man einfach auch, wenn man mal eine technische Fragestellung dazu hat, dass man einfach sagen kann, hier, so sieht das doch von innen aus. Und super. Jetzt gerade haben wir hier die Prüfungsvorbereitung im Moment und dann ist zum Beispiel der Umgang mit den Messgeräten. Also das wäre jetzt so eine typische Sache, die man jetzt so über Tag halt mehrmals macht. Kannst du das einmal vormachen? Ja, also wir haben hier gerade zum Beispiel ein Messgerät und es geht halt dabei in den meisten Fällen darum, dass die Azubis das Messgerät dann richtig einstellen. Mhm. Weil in der Prüfung ist halt niemand von uns dabei, da müssen sie halt selber damit auskommen oder klarkommen und dementsprechend erklären wir dann hier die Handhabung, welche Messbereiche sie einstellen können, welche Funktionen sie hier einstellen können, wie sie das Messgerät abgleichen und solche Dinge halt. Ja. Und da sitzen auch ein paar und sind gerade fleißig und bereiten sich schon vor? Genau, richtig. Die bauen jetzt gerade ihre, beziehungsweise löten ihre Platinen, die sie dann für die Prüfung brauchen. In der nächsten, übernächsten Woche haben sie nämlich ihre AP1, also den ersten Teil der Abschlussprüfung. Genau, richtig. Ja, Mensch, schön, dann drücken wir den Azubis auf jeden Fall die Daumen. Jo, und dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, kein Thema. Danke dir.